Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen auch heute wieder zum Dienstag aus dem Café des Kleinen Theaters in Haar. Ja, es ist wieder ein Treffen mit Freunden und deshalb bin ich ganz begeistert, dass Sie sofort zugesagt haben, Professor Brieger, hier dabei zu sein bei unserem Dienstag. Eine Reihe, die jetzt schon, glaube ich, 5-mal stattgefunden hat. Ja, herzlich willkommen hier heute Abend im Kleinen Theater. Danke für die Einladung, Herr Riedl. Wir haben ja schon mal im Vorgespräch so ein bisschen darüber geredet, was macht ein Klinikdirektor in Corona-Zeiten? Wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit verbringen Sie im Moment tagtäglich mit Corona? Ich würde denken 70%. Schon, eher mehr. Ja. Also es bestimmt den Arbeitsalltag und es hat natürlich auch hier bei uns in Haar, glaube ich, auch Fälle natürlich in der Klinik gegeben, auch schwierige Fälle. Wie ist die Situation im Moment? Im Moment sieht es ganz gut aus. Also wir haben jetzt seit längerem relativ wenig Patienten. Wir haben eine eigene Corona-Station. Wir hatten aber zwischenzeitlich auch mal Zeiten, da hatten wir 15, 17 Corona-Patienten auf der Station. Insgesamt haben wir jetzt ungefähr 200 Corona-positive Menschen mit psychischer Erkrankung behandelt. Und was bedeutet das für die Mitarbeiter, wenn so die Situation sich so zuspitzt auch? Ja, Stress, also viel Stress. Ich glaube, der Schutz ist ganz gut. Wir haben ja viel Schutzmaterial. Wir haben eine eigene Station, die abgesondert ist von den eigenen Stationen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ich glaube, auf einer Corona-Station ist man wahrscheinlich, ich sag's mal böse, sicherer als in der S-Bahn. Ja. Aber weil einfach die Schutzmaßnahmen so gut funktionieren. Aber der Aufwand ist enorm. Das Umziehen, das Tragen von FFP2-Masken, die Auseinandersetzung mit den immer sich ändernden Vorschriften, auch die medizinischen Herausforderungen, da haben wir ein gutes Team, aber es ist viel Stress für die. Die haben aber eine tolle Arbeit, machen die. Ich glaube, das wird manchmal so ein bisschen auch gar nicht so wahrgenommen. Im ersten Lockdown haben wir noch abends applaudiert. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen, naja, als selbstverständlich sozusagen entwickelt eigentlich. Ja? Also, dass die Mitarbeitenden da doch eine ziemliche Leistung gerade auch für die Gesellschaft erbringen, oder? Absolut. Und wir merken halt auch, haben wir ja auch gerade besprochen, wir wären auch alle mürbe. Gell? Also wir würden uns wünschen, jetzt muss es mal vorbei sein, jetzt sollte es mal irgendwie wieder ein neues Leben geben. Und wir wissen jetzt, wie wir Corona behandeln, wir haben gute Strukturen. Der Aufwand ist aber immer noch derselbe und er ist einfach groß. Und das ist schon jetzt ein Jahr lang, dies gemacht zu haben, macht mürbe. Sie sind ja auch ein absoluter Kulturmensch. Sie kommen ja nicht nur hierher regelmäßig, sondern wir haben uns ja auch schon in München in der Philharmonie haben wir uns ja auch schon getroffen. Und was passiert denn in dieser Pandemiezeit mit dem Kulturmenschen Peter Brieger, der jetzt quasi auch ein Jahr keine richtige Kulturveranstaltung mehr besuchen konnte? Ja, letztens habe ich mal, da musste ich irgendwie ein Manuskript überarbeiten und dann habe ich mir gedacht, jetzt höre ich mir mal den ganzen Parsifal von vorne. Oh, ja. Da habe ich mich hingesetzt. Und schafft man was. Da schafft man was, genau. Und dann, das ist, aber nee, also ich bin auch, Entschuldigung jetzt, aber Streaming ist toll, aber es ersetzt halt nicht das wirkliche Kulturerleben und das fehlt mir sehr. Da bin ich natürlich absolut bei Ihnen. Also ich glaube, die Kultur lebt auch einfach davon, dass wir Menschen uns begegnen. Ja. Und wir haben ja gestern kurz miteinander telefoniert und haben Sie auch zu mir gesagt, dann sehe ich Sie endlich mal wieder. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns auch fehlt, ne? Dieser menschliche Kontakt. Gell? Also auch das Zufällige, dass man mal irgendwie an den Tisch stellt und mit jemandem ins Gespräch kommt oder jemand kennenlernt. All das ist ja im Digitalen. Nicht möglich, ja. Also ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass das zwar, glaube ich, für viele auch in der Kultur tätigen jetzt eine ganz gute Lösung ist, aber ich glaube, das ist nicht die Kultur der Zukunft. Oder? Nee. Das darf es auf gar keinen Fall auch die Kultur der Zukunft sein. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass die Pandemie uns auch solche Formate wie diese hier gegeben hat, weil ich einfach feststelle, dass es immer Themen gibt, über die man mal gut reden kann. Mhm. Das veranlasst uns auch heute zu diesem Gespräch, denn Sie haben, als Sie im November 2016 hier zu uns zu KBO kamen, ja auch eine andere Form von Kultur wieder mit ins Haus getragen. Sie haben das Thema Erinnerungskultur eigentlich wieder in dieser Stärke in den Mittelpunkt gerückt. Deshalb auch heute so ein bisschen unser Thema, was bedeutet dann Erinnerungskultur für uns heute? Was hat Sie denn dazu bewogen, dieses Thema wieder anzufassen eigentlich? Ja, diese Ungeheuerlichkeit
in einem Gebäude zu sitzen, vielleicht sogar in einem Büro zu sitzen, wo jemand früher saß, der für den Tod von Tausenden von Menschen verantwortlich ist. Mein Vorvorgänger, Herr Pfannmüller, der die NS-Euthanasie hier mit vielen anderen zu verantworten hat, die Ungeheuerlichkeit, dass Patientinnen und Patienten bei uns in Gebäuden behandelt werden, gut behandelt werden, das hoffe ich, davon gehe ich aus, in denen aber früher Verbrechen passiert sind. Ja. Diese Ungeheuerlichkeit, wie kann ich damit umgehen? Und mir geht es eigentlich gar nicht so sehr um Erinnerungskultur. Ich glaube, das Erinnern, man kann sich erinnern, man kann sich nicht erinnern. Erinnerungskultur hat natürlich den Sinn auch, mich fürs Heute und fürs Morgen zu wappnen, mit ethischen Werkzeugen auszustatten, entsprechende Reflexionsprozesse anzuleiern. Das hat ja vielleicht auch gerade, ich komme nachher noch mal kurz darauf zurück, auch für die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen, glaube ich, eine ganz besondere Bedeutung eigentlich, weil die ja in besonderer Weise schutzsuchend sind eigentlich, ja, oder? Absolut. Also psychisch kranke Menschen sind oft, nicht immer, aber oft benachteiligt, sind oft nicht auf der Schatten, auf der Sonnenseite der Welt und brauchen eine besondere Solidarität. Umgekehrt sind auch Zwang, Gewalt, Aggressivität, Dinge, die mit der Psychiatrie verbunden sind in gewisser Weise, aus verschiedenen Faktoren. Und mit solchen Themen sich auseinanderzusetzen, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Als Sie dieses Thema wieder aufgegriffen haben, wir gehören ja nun auch zum Bezirk Oberbayern, der ja sozusagen unser oberster Dienstherr auch ist, bedeutete das ja aber auch für den Bezirk, sich noch einmal in ganz besonderer Weise mit der Geschichte in diesem geografischen Teil auseinanderzusetzen. Wie ist das dort aufgenommen worden? War man da sofort Gewehr bei Fuß und hat gesagt, ja genau, das ist jetzt etwas, was wir noch brauchen? Absolut. Absolut. Also erstmal ist es nicht so, dass ich das neu aufgenommen habe. Es gab immer dieses Thema hier und das wurde auch von meiner Vorgängerin und auch von meinem Vorvorgänger, den wir beide gut kennen, bearbeitet. Das wurde von Leuten wie Klaus Rückert, der hier als Seelsorger, als evangelischer Seelsorger viele Jahre und Jahrzehnte tätig war, bearbeitet. Es ist ja ein Denkmal bei uns entstanden. Es sind entsprechende Gedenkveranstaltungen durchgeführt worden. Aber ich hatte so das Gefühl, es gab das Gedenkbuch, das war eigentlich der Auslöser. Michael von Kranach, Sibylle von Tiedemann, Gerrit Hohndorf, Frau Eberle, die haben das Gedenkbuch mit dem Bezirk Oberbayern zusammen entwickelt. Und das war eigentlich der Ansatzpunkt, wo ich gemerkt habe, wir müssten das nochmal stärker auch bei uns präsent machen. Ich war mir nicht sicher, ob alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, was bei uns passiert ist, gell? Ob sie sich dieser Geschichte bewusst sind. Und zurück zu Ihrer Frage, der Bezirkstagspräsident, Herr Mederer, kommt aus dem Umkreis von Dachau. Der hat sein Leben lang sich mit diesem Thema befasst. Das ist ein Herzensanthema, ist ein sehr ethisch fundierter Mensch. Das war sofort klar, dass er sich dafür engagiert und dass er da auch alle Unterstützung gewährleistet, die wir brauchen. Es gibt ja auch den Arbeitskreis Erinnerungskultur. Genau. Da ist sicherlich der Herr Mederer mit dabei, aber auch die Kultur ist da vertreten. Die Frau Dr. Torek ist, glaube ich, mit dabei. Genau. Und auch unser beider Chef, Herr Spukti, der letztlich auch sich immer, der in Haar auch quasi sich beruflich entwickelt hat und der die Geschichte sehr gut kennt und sich da sehr engagiert hat. Und auch das ist wichtig, wenn ich quasi einen Vorstandsvorsitzenden oder einen Geschäftsführer, Herrn Podechtl, hätte, der sagt, nee, das Thema, das schadet uns nur, das ist doch ein Fleck, lass uns das mal nicht besprechen, dann wäre das ganz anders. Ich glaube, auch für den Herrn Braun, den Archivar, ist das ein spannendes Feld gewesen, oder? Also der das wieder aufzugreifen. Herr Braun ist unglaublich, Herr Braun ist so der Archivar, wie man sich den Prototyp des perfekten Archivars vorstellt. Ja. Der hat all die Akten aus der NS-Zeit in dem Archiv, der verwahrt, die kennt sich aus, wenn man sich mit ihm unterhält. Er weiß genau, wo die Dinge sind, er kann einem diese Dinge zeigen. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Ich habe eine Zeit lang, als ich beim Bezirk beschäftigt war, mit Herrn Braun auf einem Flur gesessen. Ach, okay. Und es war immer genau, was Sie sagen. Also so stellt man sich das Ganze irgendwie vor. Sie haben gerade eben schon den Anschaltspfarrer Klaus Rückert genannt, der hier auch ein regelmäßiger Gast ist, der sich ja auch in der Gemeinde sehr engagiert hat.
Dem aber, glaube ich, am Anfang, Mitte der 80er Jahre, als er das Thema hier auch nochmal intensiv aufgegriffen hat und auf die Idee kam, an das Kriegerdenkmal eine Tafel anbringen zu lassen, doch auch in der Gemeinde auf ziemliche Skepsis und auch auf Widerstand gestoßen ist, nicht ganz unerheblichen Widerstand. Wie ist Ihnen das gegangen in den letzten Jahren, auch in Zusammenarbeit mit der Gemeinde? Gar nicht. Also man muss natürlich auch sehen, jetzt gibt es kaum mehr wirklich Zeitzeugen. Es gibt kaum mehr Verwicklungen, zumindest in direkter Linie. Mhm. Ich denke, als Klaus in den 80er Jahren hierher kam, da war das noch anders gewesen. Ja. Da war das noch eine Zeit, da haben noch viele, zumindest sind die vielleicht gerade in Rente gegangen, die noch damit irgendwie verwoben waren. Und das ist natürlich ganz anders in dieser Zeit gewesen. Wir müssen mal vielleicht die Grunddaten sagen, weil das ist schon, das machen sich die Menschen nicht so klar. Es sind ungefähr 2000 Patienten hier, also hier gleich gegenüber und drüben in der anderen Anstalt Egelfingen, und hier war ja die Anstalt H gewesen, die dann 31 fusioniert sind. 2000 Patienten sind hier entweder direkt von hier oder durch den Durchtransport in Tötungsanstalten weiterverlegt worden. Also es sind 2000 Menschen hier ermordet worden in dieser T4-Aktion. Tiergartenstraße 4 war die Zentrale in Berlin zwischen dem 01.01.1939, tatsächlich erst ab 18.01.1940 bis November 1941. Also in einem relativ kurzen Zeitraum fast eine industrielle Tötung. Und diese industrielle Tötung war auch die Blaupause für die Tötungen in den KZs. Man hat da die Tötungsmechanismen entwickelt, man hat die Vergasung entwickelt, die Personen, die Ärzte, es gab ärztliche Direktoren, die nur tätig waren, Menschen zu töten. Und diese Tötung ist dann geendet, auch durch Kardinal von Galen und Ähnliches. Und dann kam die wilde Euthanasie, wo die Patienten hier bei uns verhungert lassen wurden. Ja. Und das waren nochmal ungefähr 1500, 2000, wir wissen es gar nicht ganz genau, sodass das wirklich in dem Bereich 3.000, 4.000 Menschen waren, die zu Tode kamen, die ermordet wurden. Und nochmal 332 Kinder, ganz nahe hier, in der Reichsanstalt. Ja. Nun hat ja das Klinikum auch vorab eine Zeit gehabt. Wir haben ja drüben in Egelfingen ist 1905 die Fertigstellung erfolgt, hier 1912, also auf unserer Seite. Da gab es ja auch eine Zeit vorweg. Es sind ja hier und auch in Gardasee psychiatrische Krankenhäuser entstanden, die eigentlich von der äußeren Gestaltung eigentlich sehr schön sind, auch was das Umfeld angeht, sehr schön sind, wie ich finde. Hat sich denn die Situation Ihrer Kenntnis nach direkt 1933 verändert oder war das wirklich erst, ich komme auch gleich nochmal auf dieses Sterilisationsgesetz, hat sich erst das wirklich in der Folge dann ergeben oder ist hier quasi auch 33 fast sowas wie ein Schalter umgelegt worden? Nee, ich glaube, das ist dann, Pfannmüller, glaube ich, kam 37 als Direktor, und Pfannmüller soll ja, so sind auch die Bilder, in SS-Uniform hier angetreten sein. Pfannmüller wird von allen Zeugen, die ich gelesen habe, als sehr unangenehmer Mensch geschildert, der wenig Empathie auch hatte. Und der hatte ja das Ziel, hart zu NS-Musteranstalt zu machen. Also hier sind wohl Zehntausende von Besuchern durchgeschleust worden, wo man denen gezeigt hat, wie funktioniert das in dieser Zeit. Also der war da stolz drauf, der hat das wirklich auch entsprechend umgesetzt. Ich glaube, Feuer Fritz von Ast, sein Vorgänger, der hat es nach meiner Kenntnis noch nicht so umgesetzt. Der Kipppunkt war ja dann tatsächlich wohl dieser auf den 01.09.39 rückdatierte Befehl des Führers, von Adolf Hitler, die Tötung der psychisch Kranken umzusetzen. Den hat er wohl erst Ende 39 unterzeichnet. Und dann ist der allererste Transport in eine Tötungsanstalt am 18.01.1940 von H aus losgegangen. Und damit begann die Euthanasie auf dem damaligen deutschen Reichsgebiet. Mhm. Wir haben den Namen Pfannmüller jetzt schon zwei, drei Mal auch genannt. Sie haben das gerade eben schon angedeutet, also als ich da darüber gelesen habe, muss ich wirklich sagen, es ist an Perversität eigentlich nicht zu überbieten.
soll es ja hier Führungen gegeben haben, in denen auch dieses Sterilisationsgesetz in seiner Umsetzung sozusagen demonstriert wurde, was man hier gemacht hat. Gell? Mhm. Das sind ja eigentlich Vorstellungen, die man mit dem Bild eines Arztes eigentlich gar nicht verknüpfen kann. Gell? Interessant ist das natürlich schon. Damals gab es so dieses sozialhygienische, also diese Idee der Volkskörper. Also es war weniger der Wert des Einzelnen, und dann kommt man ja auf die Ethik heute, es war weniger der Wert des Einzelnen, sondern es war der Wert der Gemeinschaft. Ja. Und dann war so diese Idee der Ausmerze, die Idee, man müsste doch nur den Gesunden das Überleben sichern und die Kranken quasi ausmerzen, töten, was auch immer. Und das war eine Tradition, die gab es schon in der Medizin länger. Die waren nicht erst ganz neu. Also solche Tendenzen gesellschaftlicher Art, medizinischer Art, sind schon aus dem Jahrhundert davor tatsächlich, absolut, die sich quasi tradiert haben dann so in der Form? Ist es tatsächlich so? Ja, es gab zum Beispiel auch schon im 19. Jahrhundert, Forel in der Schweiz hat Ähnliches mit der Degenerationslehre verkündet. Und dann gab es ja 1922 das Buch von Binding und Hoche. Hoche war Psychiater in Freiburg. Binding war der Vorsitzende des Reichsgerichts, die Freigabe des unwerten Lebens. Das war die Denkschrift, die eigentlich die Grundlage für das dann war, was später auch umgesetzt wurde. Also aber es wurde natürlich nicht gemacht, aber die Gedanken waren schon in Kreisen, und so diese ganze Eugenik, dieses ganze genetische, wir müssen die Starken befördern, was ja die NS-Ideologie dann auch durch die ganze Erziehung Napola und was es da alles gab, nochmal ins Perverse gezogen hat, die war natürlich die andere Seite davon. Aber dann war die Aktion T4 oder dieses Gesetz, was dahinter stand, war im Grunde genommen, wenn man so möchte, die Quintessenz aus dieser ganzen Entwicklung. Ja? Absolut. Sie haben das gerade eben schon angedeutet, die Aktion T4 haben viele auch in der Schule vielleicht irgendwann mal gehört. Bezug ist tatsächlich der Sitz, der in der Tiergartenstraße 4, an den sich das orientiert hat. Und das ist ja etwas, was ja für uns hier in Haar eigentlich auch jährlich sich jetzt in der Erinnerung widerspiegelt, indem wir diesen 18.01. dann ja auch hier bei uns im Klinikum immer als so eine Art Gedenktag dann auch, ja, feiern kann man gar nicht sagen, aber einfach begehen, für uns in Erinnerung haben, begehen. Mhm. Ja. Hat es das auch schon vorher gegeben, oder ist das etwas, was wieder ins Leben gerufen wurde? Seit wann ist dieser 18.01. für uns so ein Gedenktag geworden? Der war jetzt schon, auch vor mir gab es den. Ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Konsequenz, aber jedes Jahr umgesetzt wurde. Aber es gab immer wieder Aktionen. Es gab auch dann unterschiedliche Aktionen, teilweise in der Stadt, von anderen Arbeitsgruppen. Aber der Tag an sich, also auch die Arbeitsgruppe eben von Kranach, von Tiedemann, die haben auch Aktivitäten in der Hinsicht gemacht. Und wir haben aber gesagt, wir wollen das gemeinschaftlich machen. Wir wollen nicht irgendwie unterschiedliche Aktivitäten, sondern da gibt es eine ganz aktive, ganz beeindruckende Angehörigeninitiative, die sich auch im NS-Doku-Zentrum trifft, wo ich auch, wenn ich Zeit habe, gern hingehe, mich mit den Menschen dort austausche. Und auch da gab es viele Aktivitäten. Wir haben gerade eben auch schon darüber gesprochen, dass es hier Kinder sehr stark betroffen hat, die man ja den Eltern weggenommen hat. Mhm. Wenn ich aus meinem Bürofenster gucke ich auf dieses Haus, in dem das passiert ist hier in Haar. Man hat die Kinder über 332 mit Luminal getötet. Gell? Mhm. Ja, und was passiert da mit dem Menschen, als Arzt gesprochen, was macht dieses Luminal mit einem Menschen, mit einem Kind? Das Luminal ist ein Barbiturat, also das führt zum Atemstillstand, das führt dazu, dass ein Kind eben benommen ist, in Tiefschlaf fällt und dann am Schluss nicht mehr atmet. Also das ist sicherlich eine ganz, ganz abscheuliche Art, Kinder zu töten. Das waren ja Kinder, die in der Regel, was wir heute vielleicht als geistige Behinderung, Entwicklungsstörung bezeichnen würden, und die oft eben so eingeschätzt wurden, der
der Maßstab der Nazis war ja gewesen, besteht eine Hoffnung, dass der Mensch, das Kind später mal irgendwie produktiv für die Gesellschaft wird. Und es gibt eben Menschen, die haben die Möglichkeit nicht und die wurden dann systematisch getötet. Und der Reichsausschuss, das Kinderhaus, war kein direkter Teil der Anstalt mehr gewesen, sondern der unterstand dem Reichsausschuss in Berlin und die Akten wurden auch zentral dort vorgestellt und der Tötungsbefehl wurde von dort gegeben. Also das war anders. Das hat alles nicht vor Ort hier stattgefunden. Doch, stattgefunden hat es hier. Aber die Entscheidungen sind hier nicht getroffen worden. Schon auf der Grundlage auch der Einschätzung hier. Aber das waren da gab es, ich weiß gar nicht, wie viel es in Deutschland gab, aber es waren auch, ich glaube, 30 oder so Kinderhäuser vergleichbar. Und das war eine zentrale Organisation, die nochmal gesondert von der T4-Aktion lief. Wahnsinn. Es ist für mich insofern immer so unvorstellbar, weil wir haben vor ein paar Tagen den Tag der Menschen mit Down-Syndrom gehabt. Ja. Und ich kenne viele Menschen mit Down-Syndrom, weil wir ja hier auch selbst mit Hamlet. Genau. Wir haben die Freie Bühne München, ist ja hier bei uns schwer aktiv. Ja. Wir haben das im direkten Freundeskreis, im engen Freundeskreis. Und das ist für mich so unvorstellbar, weil es so eine Bereicherung für die Gesellschaft ist. Und ich kann sowas immer deshalb wirklich schwer ertragen, deshalb habe ich Sie gerade eben auch nochmal gebeten zu sagen, was passiert da mit einem Menschen, weil Sie haben es auch am Anfang gesagt, ich glaube vielen ist gar nicht mehr so wirklich klar, was das bedeutet, was hier passiert ist. Wollte einfach für sich verstehen, was damals passiert ist und auch was in der Gesellschaft eigentlich passiert ist. Jetzt verlieren wir ja nach und nach diese Generation. Was bedeutet es eigentlich für uns, vielleicht auch ganz konkret für uns, diese Erinnerung, ich will gar nicht von Erinnerungskultur sprechen, Sie haben es am Anfang gesagt, aber was bedeutet es für uns, diese Erinnerung aufrechtzuerhalten? Da liegt ja auch eine Aufgabe drin irgendwie, gell? Ja. Es ist zum einen so weit weg, und zum anderen so nah. Gell? Das ist so ein Widerspruch in sich. Es ist so ungeheuerlich, was hier passiert ist. 2000 Menschen, die getötet oder 4000 Menschen insgesamt, die hier ermordet wurden. Das sind die Menschen. Wir haben Familienangehörige, die hier immer noch arbeiten, deren Eltern, Großeltern hier tätig waren, die, wenn man mal die Möglichkeit hat, sich doch an das eine oder andere erinnern, dass so eine Anstalt, die sie damals war, so kippen kann, dass sowas plötzlich passieren kann, das ist natürlich eine Mahnung zu sagen, wie kann sowas Unmenschliches passieren? Was können wir auch tun, um sowas zu verhindern? Wir hatten den Sohn ja vom Direktor Dr. Schmidt hatten wir hier im Haus und haben so einen Tag gestaltet. Das hat mich schwer beeindruckt. Ich weiß noch, wie ich danach in mein Zimmer hier gegangen bin und gesagt habe, wenn man sowas hört, dann kann man eigentlich den Tag nicht normal zu Ende bringen. Mhm. So, und diese Erinnerungen sind ja auch Ausgangspunkt für Veränderungen hier in der Gemeinde gewesen. So ein äußeres Dokument dieser Veränderung ist ja auch die Umbenennung der von Braumühlstraße in Max-Iserlin-Straße, die Sie ja auch tatkräftig mitbetrieben haben. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist diese Entwicklung hier auch in der Gemeinde aufgenommen worden? Und vielleicht sagen Sie auch noch mal ganz kurz was zu den Gründen, die dazu geführt haben, dass man diese Veränderung angegangen ist. Vielleicht noch ein Gedanke, der mir gerade im Kopf ist, den ich vielleicht noch mal einbringen wollte vorher, bevor ich darauf antworte. Den Tätern damals, denen war schon auch bewusst, dass sie Verbrechen begehen. Zum Beispiel die Totenscheine von den Menschen, die getötet wurden, die waren alle gefälscht. Also es wurden falsche Todesdaten angegeben, es wurden falsche Todesorte angegeben, es wurden falsche Todesursachen angegeben. Die Menschen, die in den Tötungsanstalten gearbeitet haben, hatten Decknamen. Die haben nicht mit ihren Klarnamen gearbeitet. Das heißt, die haben wie so eine obskure Organisation gearbeitet. Also das heißt, wenn ich sowas tue, weiß ich doch, ich tue etwas, was eigentlich nicht legitim ist. Also das finde ich nochmal so, das ist mir jetzt in den Auseinandersetzungen mit dem Thema nochmal aufgefallen, dass da schon
Ja, den Menschen muss schon bewusst gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es Pfannmüller bewusst war oder Eidam, der das Kinderhaus geleitet hat, aber spätestens den Personen in den Tötungsanstalten. Gerhard Schmidt, also von Braunmühl war ja Oberarzt hier gewesen, einer der Stellvertreter oder vielleicht der Stellvertreter von Pfannmüller, war aber eine ganz komplexe Persönlichkeit. Er galt viele Jahre nach der NS-Zeit als jemand, der eher den Menschen, die Hunger gelitten haben, noch Fett ins Essen getan haben, damit die nicht verhungern. Mhm. Der war so in dem Kreis um Faulhaber, den man ja heute auch sehr kontrovers diskutiert, ja. Kardinal Faulhaber. Und er ist dann, als Pfannmüller weggegangen ist, verhaftet wurde, ist er auch gegangen worden, glaube ich sogar, und ist nach Kaufbeuren erstmal gegangen und ist dann als Nachfolger von Faltelhauser nach Kaufbeuren gegangen. Und man hat dann Gerhard Schmidt geholt, der damals Oberarzt in Schwabing war. Schwabing war eins von drei psychiatrischen Krankenhäusern. Es gab die Nussbaumstraße, es gab Schwabing und es gab hier. Und Gerhard Schmidt hat sich dann in dieser Ungeheuerlichkeit mit dem auseinandergesetzt, was hier passiert ist. Mhm. Hat ein Buch geschrieben, Selektion in der Heilanstalt, sehr, sehr eindrucksvoll, und hat da beschrieben, was hier vor Ort passiert ist. Und als die Alliierten wieder die Zuständigkeit zurückgegeben haben an die bayerische Staatsregierung, hat wahrscheinlich auch durch eine Intrige von Braunmühl, Gerhard Schmidt seinen Posten hier verloren. Ja. Hat ab dem Tag Hausverbot gehabt. Man hat ihm vorgeworfen, er würde sich nur um die NS-Aufarbeitung kümmern und nicht um die Anstalt. Er würde die verlottern lassen. Und Gerhard Schmidt ist nie wieder hierher zurückgekommen. Er ist später Ordinarius für Psychiatrie in Kiel geworden, war ein Großer in der deutschen Psychiatrie. Aber das war für ihn, glaube ich, eine ganz tiefe Wunde. Und von Braunmühl wurde dann sein Nachfolger. Und so eindrucksvoll ist der Jahresbericht 44 bis 46. Es gibt einen Jahresbericht 1944 bis 46. Da kommt weder Gerhard Schmidt vor, noch das Ende des Zweiten Weltkrieges. Das wird einfach ignoriert. Also als gäbe es eine Kontinuität vom 01.01.44 bis zum 31.12.46. Das ist so ungeheuerlich, dieser Jahresbericht. Und wir haben dann letztlich gesehen, von Braunmühl war bei ganz vielen Akten von Menschen, die hier zu Tode gekommen sind, die hier ermordet wurden, der behandelnde Arzt. Also wir haben Gewichtsraster gesehen, wo jemand mit 70 Kilo hier eingewiesen wurde und mit 35 Kilo verhungert ist. Und unten drunter stand die Unterschrift von Braunmühl. Und wir haben ungefähr 40, 50 solche Akten identifiziert. Ich bin dann auch hier zum Ordinarius von der Rechtsmedizin, zum Professor Graf gegangen, habe ihm das gezeigt und habe gesagt, ja, wissen Sie, wenn das heute wäre, der wär dafür haftbar, der wäre dafür verantwortlich für die Tötung dieses Menschen. Mhm. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und das war der Punkt, wo wir dann gesagt haben, wenn Braunmühl so verwickelt war, wenn er für so viele Verhunger, für so viele Ermordungen verantwortlich war, dann kann es nicht sein, dass eine Straße nach ihm heißt. Wir wollen nicht beurteilen, ob er ein Verbrecher ist oder nicht. Das ist nicht meine Sache. Aber ich will nicht, dass eine Straße nach ihm heißt. Insbesondere jetzt eine Straße, wo die neue Abteilung der Heckscher-Klinik sich angesiedelt hat, wo eben Kinder mit geistiger Behinderung wieder behandelt werden. Das geht einfach nicht. Und deswegen haben wir dann beschlossen, es muss umbenannt werden. Max Isselin ist ein jüdischer Kinder- und Jugendpsychiater, der die Heckscher-Klinik gegründet hat, der 38 nach England gehen musste und der ein Opfer der NS-Diktatur war. Und deswegen war es, glaube ich, richtig, die Straße nach ihm zu benennen. Und zu Ihrer Frage, wir waren viel in der Gemeinde, wir haben viel mit der Gemeinde diskutiert, damals mit Frau Müller, mit der Bürgermeisterin auch, die von Anfang an das unterstützt hat. Und wir haben mit allen Fraktionen damals gesprochen, damals waren noch nicht alle Fraktionen im Gemeinderat, die heute drin sind, aber alle Fraktionen, die damals drinnen waren, waren einstimmig für diese Umbenennung. Das war auch für uns wichtig, dass es ein Konsens ist. Ich muss auch nochmal auf das zurückkommen, was Sie vorher gesagt haben, weil es mich eigentlich so fassungslos gemacht hat. Sie haben gesagt, es wurden die Namen der Mitarbeitenden verändert, die haben gar nicht unter Klarnamen gearbeitet. Ich frage mich natürlich, wie geht man mit dieser Schuld, mit diesem Unrechtsbewusstsein, was man ja gehabt haben muss, wie geht man damit eigentlich um? Wie wird man selbst damit fertig, wenn man abends nach Hause geht? Oder war die gesellschaftliche Situation damals so deutlich anders, dass man das irgendwie für sich so arrangieren konnte?
Das ist, für mich ist das unvorstellbar eigentlich. Ja. Ja. Es gibt einen ganz eindrucksvollen Text von Annemarie Wettley, das war die spätere Frau von Werner Leibbrand, die als Ärztin in Erlangen in der Tötungsanstalt tätig war. Und die hat als Anonyma in dem Jahrbuch zum 100 Jahre Erlangen, 45 oder 46 nach dem Ende, das beschrieben. Die Ödnis, diese Zerrissenheit. Das ist bloß ein zweiseitiger Text, aber wenn man das liest, dann wird klar, die Menschen, die waren schon in sich zerrissen. Es gab auch ein oder zwei Suizide von Ärzten, die hier tätig waren. Mhm. Es gab welche, die auch ausgeschieden sind. Es gab den Pfarrer Radeker, der hier auch kritisch sich geäußert hat, der zu Kardinal Faulhaber gegangen ist, gefragt hat, was soll ich denn tun? Mhm. Kardinal Faulhaber hat ihn dann wohl zu irgendeinem Dogmatikprofessor geschickt und der soll ihm gesagt haben, ja, das musst du mit deinem Gewissen ausmachen, wie du dich verhältst. Also ich glaube, dieses, auch wahrscheinlich die Frage, habe ich eine Alternative, kann ich mich dagegen wehren, wie kann ich mich damit auseinandersetzen? Ich glaube, das hat viele Menschen sehr zerrissen. Mhm. Es gibt ja so eine Geschichte, um nochmal zu Klaus Rückert auch zurückzukommen, wo er eine ehemalige Kinderkrankenschwester hier aufgesucht haben soll und wohl da auch auf so eine Mauer des Schweigens eigentlich mehr gestoßen ist. Ich glaube, da ist das Bewusstsein dann schon deutlich tiefer gewesen, als man es vielleicht in der Zeit selbst oder als die Frau das in der Zeit selbst empfunden hat. Ich tue mir immer so ein bisschen schwer damit, Leute so im Nachgang in so einer Diktatur, in der Diktatur, so wie sie aufgebaut war, schuldig zu sprechen. Mhm. Es ist, ich glaube, wir können uns alle nicht vorstellen, wie der gesellschaftliche, der politische Druck an dieser Stelle damals war. Deshalb tue ich mich da immer so ein bisschen schwer eigentlich. Und dennoch, glaube ich, ist es richtig, immer noch mal wieder darauf hinzuweisen, was da eigentlich passiert ist. Und wir haben ja so fürchterliche Sätze gehört in den letzten Jahren durch eine Partei, die jetzt bald 4 Jahre im Bundestag ist, die vom Denkmal der Schande gesprochen hat, wenn man an das Mahnmal der Juden dort in Berlin denkt, die vom, Entschuldigung, Vogelschiss der Gesellschaft gesprochen haben. Unsere Entwicklung geht ja eigentlich in eine andere Richtung. Ihr Vorhaben ist es ja doch auch hier auf dem Klinikgelände, die Orte des Grauens eigentlich noch deutlicher hervorzuheben, oder? Was ist da geplant? Was stellen Sie sich da vor? Also vielleicht noch, wenn man nochmal zurückgeht, auch in diese Zeit nach 1945, das Denken, die Sprache vor allem, wir sehen es an den Akten auch, die Sprache, es gab keinen Bruch, es gab keinen Neuanfang, sondern es wurde quasi diese entmenschliche Sprache, die Sprache, in der die Kranken wirklich als Objekt betrachtet werden, die ist unverändert weitergegangen. Da gab es überhaupt keinen Bruch und auch bislang noch in die 70er Jahre wahrscheinlich hinein. Also da gab es nie eine große Veränderung. Und das waren ja auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einfach weitergearbeitet haben. Die haben das eine erlebt und haben das andere erlebt. Also es gab hier nie einen Bruch. Und darüber reden zu können, glaube ich, war ganz schwierig. Auch das Buch von Gerhard Schmidt ist ja spurlos dann verschwunden. Keiner wollte es drucken. Hat bis in die 60er Jahre gedauert, bis er überhaupt einen Verleger gefunden hat. Also es war keine Bereitschaft gewesen, sich damit auseinanderzusetzen. Was haben wir jetzt vor? Jetzt haben wir vor, zum einen die Orte kenntlich zu machen. Jetzt ist natürlich hier, wer jetzt das hier nicht kennt, weiß nicht, dass die eine Hälfte der Anstalt verkauft wurde und inzwischen in den Jugendstilpark umfunktioniert wurde und hier eben Wohnhäuser entstanden sind. Aber zwischendurch ist eben zum Beispiel das Kinderhaus, wo die Kindertötungen waren und es waren hier auch Hungerhäuser gewesen, auch auf dieser Seite der Anstalt. Wir wollen die Orte wieder erkenntlich machen, also dass, wenn ich mich damit auseinandersetze, ich hier einfach durchs Gelände gehen kann und sehen kann, wo ist was passiert. Wo waren Hungerhäuser? Es gab mindestens 2 Hungerhäuser, wo die Menschen systematisch verhungert wurden. Es gab die Prosektur, wo das Kaiser-Wilhelm-Institut
quasi die Gehirne die Menschen seziert hat, die tot waren, und die Gehirne entsprechend entnommen hat. Es gibt den Friedhof bis heute, es gibt die Rampe, wo die Züge abgefahren sind, die in die Tötungsanstalten gefahren sind. Wir wollen das erkenntlich machen, wir wollen es nicht irgendwie jetzt groß musealisieren. Ja, ich glaube zum Beispiel, dass das Weiterleben in so einer Struktur durchaus Sinn macht. Mhm. Ganz eindrucksvoll war mein erster Besuch im KZ Flossenbürg. Jörg Skribeleit berät uns auch, der Leiter der Gedenkstätte. Ja. Und dort ist ein ganzes Stadtviertel auf dem Gelände des KZ entstanden. Und diese Integration mit dem Leben ist wichtig auch. So können wir auch Menschen erreichen, so können wir auch über das sprechen, was hier passiert ist. Also einmal dieses Darstellen, und das ist die eine Schicht. Die andere Schicht ist, dass wir natürlich dann, also die Orte, das andere ist, dass wir im Haupthaus vorhaben, entsprechend darzustellen, was an Fakten passiert ist. Wir wollen das Denkmal, das noch so ein bisschen abseits steht, stärker hervorheben, wollen da auch einen Informationspunkt machen, wo man Informationen bekommt, aber wo auch bestimmte Formen des Gedenkens an die Menschen erfolgen. Sind wir gerade im Abstimmen, machen wir das digital, machen wir es analog, da gibt es halt viele Möglichkeiten, mhm, auch Namen wieder zu präsentieren. Aber all die Erinnerung, die rückwärts gewandt ist, macht ja nur einen Sinn, wenn sie auch fürs Morgen, fürs Heute einen Effekt haben. Das heißt, wir gehen zum Beispiel auch, wir versuchen Kontakte zu den Schulen zu haben. Es gab dieses großartige, ja, Projekt Spurensuche, ja, war hier drüben auch, ja, gell? Tolle Aufführung, war im Bundestag, war in Irland, war sonst wo auf der Welt. Fantastisch, was der Herr Ritter da geschaffen hat, ja, an Theater, ganz großartig. Wir gehen in unsere Krankenpflegeschulen, wir versuchen in der Ausbildung unserer Ärztinnen und Ärzte, unserer pflegerischen Mitarbeiterinnen, der anderen Mitarbeiter, diese Themen zu platzieren, uns da auseinanderzusetzen. Sie haben ja gerade eben schon die Spurensuche angesprochen. Ich will jetzt gar nicht so sehr Bezug nehmen auf das Projekt an sich, aber doch ein Stück weit auf die Bedeutung der Kultur in der Erinnerung. Denn dieses Haus ist ja erstmal ein Theater, ein Ort der Kultur. Und Kultur hat ja auch immer die Aufgabe, Erinnerung auf der einen Seite wachzuhalten, das glaube ich schon, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen immer so ein Stachel im Fleisch zu sein und an Dinge zu erinnern. Welche Aufgabe, glauben Sie, kommt der Kultur an sich für die Erinnerungskultur zu? Mhm. Ich glaube, eine große. Also zum Beispiel ein Buch, das mich sehr bewegt hat, war von Uwe Timm Ikarien gewesen, wo er jetzt als Münchner Schriftsteller ja auch diese Geschichte auch darstellt. Also Literatur gibt es, tolle Bücher zu dem Thema, die aber nochmal auf ganz anderen Ebenen und Reflexionsebenen das darstellen. Kultur, aber auch wie dieses Theater, wo ich ja als Zuschauer auch integriert wurde in eine Art und Weise, die mich auch berührt hat. Kultur, aber auch in der Hinsicht, dass es einen Rahmen gibt, aber natürlich auch eine Kultur des Zusammenkommens, also die Kultur, dass wir Gedenkveranstaltungen machen, wo eben auch Betroffene dabei sind, wo die Angehörigen dabei sind, wo aber eben auch, wie beispielsweise letztes Jahr das Jewish Chamber Orchestra dann auch spielt, wo wir versuchen, mit Musik von ermordeten Komponisten, wo wir versuchen, diese verschiedenen Aspekte des Lebens wieder zurückzubringen und zu sagen, das ist auch was uns heute berührt. Glauben Sie, dass es die Gesellschaft dieses Thema noch aktiver weitertragen muss, auch gerade in Zeiten, in denen wir gerade leben? Wir haben jetzt gar nicht so sehr mit Blick nur auf die Erkrankten, sondern auch mit dem, was da an Vernichtungsapparat insgesamt gelaufen ist, hatten wir zu Gast hier im Theater die Tochter von Georg Kreisler. Mhm. Die Sandra, die sehr aktiv ist, gerade auch in dieser jüdischen Aufarbeitungs-, in der Aufarbeitung der jüdischen Schicksale auch in dieser Zeit. Und es ist natürlich immer die Frage, was bedeutet es für die Gegenwart? Und die konstatiert eigentlich so ein bisschen,
einen neuen Antisemitismus, der sich in der Gesellschaft breit macht. Bedeutet, dass das vielleicht auch für Menschen mit psychischer Erkrankung, dass da wieder so eine starke Stigmatisierung stattfindet, oder ist das eigentlich nicht festzustellen? Kommen so alte Zeiten, gibt es so Ausläufer in die Vergangenheit, in der Gegenwart? Das wäre jetzt ein Thema für den ganzen Talk nochmal, für den Dienst-Talk, da könnten wir jetzt ganz viel drüber sprechen. Das ist auch nicht einfach zu sagen. Was wir auf jeden Fall sehen, oder was ich meine zu sehen, ist, dass auch im Zuge der Ökonomisierung unserer Gesellschaft viele Prozesse inzwischen sehr auf den Wert, auf den Erfolg hinauslaufen, und dass deswegen Menschen, die nicht auf der Sonnenseite sind, Menschen, die nicht die Leistungsfähigkeit haben, ganz schnell ausgegrenzt werden. Dass Menschen, die abweichen, Wohnungsmarkt München, wenn ich quasi ein paar Mal gegen die Wand klopfe und ein mietwidriges Verhalten zeige, dann bin ich ganz schnell die Wohnung los. Und wir haben Mengen von Menschen, die einfach ihre Wohnung verlieren, weil sie auffällig sind. Also die Toleranz gegenüber auffälligem Verhalten, die scheint mir doch manchmal geringer zu werden. Das ist sowas, da ist oft die Zündschnur dann kürzer und die Menschen werden dann auch schneller ausgegrenzt und verlieren ihre Wohnungen. Wir sehen, beim Stigma-Bereich gibt es gute Untersuchungen, neue Untersuchungen, die zeigen, Depression, da wächst die Akzeptanz. Depression gibt es doch viele, auch Prominente, die sich da geoutet haben, sodass wir merken, Depression ist doch was jetzt auch Sie und mich betreffen könnte, gell? Und dann würde es auch akzeptiert werden. Sucht oder Schizophrenie, da finden diese Akzeptanzprobleme weniger statt. Also da ist es immer noch so, dass da eine Stigmatisierung stattfindet. Und was wir halt im Moment gerade auch sehen, ist so, was Gott sei Dank nicht bei uns so intensiv ist wie in England, aber die Gefährlichkeit zu sehen. Also es gab ja mal vor ein paar Jahren diese ganz böse Geschichte auch mit dem Isar-Mörder, in doppelter Hinsicht ganz böse, aber wo ja plötzlich auch alle psychisch Kranken in München am besten abgestrichen werden sollten. Gell? Ja. Also wo plötzlich eine Stigmatisierung stattfand, warum soll jetzt der Isar-Mörder ausgerechnet psychisch krank gewesen sein? Da gibt es gar keinen Hinweis darauf. Also solche Prozesse finden statt, und natürlich, jetzt nennen wir sie mal beim Namen, was die AfD sagt, ist natürlich auch, da gibt es viele Anträge, da hat sich auch unser Präsident, unser Bezirkstagspräsident klar dagegen gestellt, die auf Ausgrenzung hinauslaufen, auch von Menschen mit einem Migrationshintergrund oder die jetzt in ihrer sexuellen Orientierung nicht so sind wie jetzt vielleicht eine Mehrheit oder Nichtmehrheit. Also da sind so viele Prozesse, die da stattfinden in unserer Gesellschaft, die problematisch sind, und da ist das ein Beispiel auch, ja. Das ist etwas, worüber ich mich, also ja, wir müssen darüber einen Dienst-Talk machen. Ja. Wir werden zu diesem Thema einen machen, weil ich glaube, das ist einfach ein wahnsinnig gesellschaftsrelevantes Thema. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch tatsächlich im letzten Jahr etwas, was noch viel mehr wieder ins Bewusstsein von Menschen gerückt ist. Ich tue mich ein bisschen schwer, einen guten Abschluss für dieses Gespräch zu finden, weil es mich zurücklässt mit vielen Fragezeichen im Gesicht. Das größte Fragezeichen, was mich wirklich beschäftigt, ich glaube schon seitdem ich Schüler bin, ist eigentlich, wie konnte das alles so sein? So, ja, das ist, glaube ich, aber eine Frage, die werden wir nicht mehr klären können. Ich glaube aber, und deshalb bin ich so froh, dass mein oder unser Arbeitgeber mit allem, was da politisch hinten dran hängt, sich so aktiv zeigt, dass das ein guter Weg ist, den wir hier beschreiten. Und ich bin Ihnen echt dankbar, dass Sie das auch fürs KBO nochmal wieder so in den Mittelpunkt gestellt haben. Und ich bin wirklich froh, dass auch die politisch Verantwortlichen, aber auch unser gemeinsamer Chef zum Beispiel, das so aufgegriffen haben. Ich finde, das ist eine tolle Leistung, weil sie auch durchaus unangenehm sein kann. Ja. Und wir haben ja auch viele Unternehmen erlebt, die sich in den letzten Jahren so ein bisschen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung da entziehen wollten. Vielleicht ein Aspekt von mir. Ich glaube, die Message ist doch eine ganz einfache, behaupte ich jetzt mal ganz verwegen.
die Message oder die, das, was ich aus dem Prozess gelernt habe, ist, der Wert des Menschen ist unantastbar. Ja? Also jeder Mensch hat den gleichen Wert und wir müssen jeden Menschen mit dem gleichen Respekt begegnen. Und das ist der zentrale Punkt. Und wenn ich das, jeder, wie auffällig oder unauffällig er ist, wie unangenehm oder angenehm er ist oder wie sehr, er hat immer denselben Wert und ich muss jedem Menschen mit demselben Respekt begegnen und ich muss auch jeden psychisch Kranken oder psychisch Gesunden gleich behandeln und auch mit derselben Therapie zum Beispiel versorgen. Also wenn ich solche Grundprinzipien verfolge, die sind nicht besonders kompliziert, aber dann würde das Verbrechersystem der Nazis dran zerbrechen. Ich finde ehrlich gesagt was Schönes, das kann man zum Abschluss dieses Gespräches gar nicht sagen, nicht die Würde des Menschen, sondern der Wert des Menschen ist unantastbar. Wir knüpfen nicht an das Thema, aber an den Wert des Menschen unmittelbar in der nächsten Woche an. Dort wird hier sitzen an Ihrer Stelle Dr. Nicole Chesney. Die ist auch Diplompsychologin, auch viele Jahre am Max-Planck-Institut in der Kreplinstraße tätig gewesen. Und sie hat einen Verein gegründet, wo sie ein Netzwerk schaffen möchte für Therapeutinnen und Therapeuten, die sich mit Traumafolgestörungen vor allen Dingen bei Kindern auseinandersetzen möchte und das unterstützen möchte, weil es auf dem Gebiet einfach zu wenig Unterstützung vielleicht hier und da auch gibt. Und diesen Verein, der nennt sich TraumaHelp, den sie gegründet hat, den möchten wir nächste Woche hier an dieser Stelle vorstellen. Und da geht es auch um den Wert des Menschen und vor allen Dingen um den Wert des ganz jungen Menschen. Und ja, vielleicht an dieser Stelle ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie nach einem langen, zu 70% mit Corona gefüllten Arbeitstag trotzdem hier noch vorbeigekommen sind. Und noch schöner, dass wir uns endlich mal wieder gesehen haben, nach über einem Jahr. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja? Vielen Dank nach Hause. Auch wenn es ein bisschen schwere Kost war heute, hoffe ich, dass es uns alle bewegt, jetzt in der Folge dieses Abends. Und freue mich auf ein Wiedersehen spätestens nächste Woche. Vielen Dank noch einmal. Ja, danke auch.